Hello, ladies and gentlemen. Das oder so ähnlich werden die Worte sein, die ich in circa 24 Stunden wieder hören werde. Es ist hier gerade Samstag, richtig? Wir hatten gestern, da habt ihr gar kein Video dazu gesehen, wie ich es auch schon im letzten Video gesagt habe, das General Meeting. Wir haben den ganzen Tag mit dem Weltverband oder mit den anderen Ländernationen verbracht. Es wurde ein neuer Präsident gewählt, es wurde ein neues Board gewählt, es wurde sehr viel gesprochen, sehr viel diskutiert, im Nachhinein natürlich auch dementsprechend sehr viel gefeiert. Ja, wir hatten einen sehr angenehmen, lustigen Abend. Ein wenig davon habt ihr eh, glaube ich, auf Instagram mitbekommen, in den Insta-Stories. Ja, so viel dazu. Das heißt, heute letzter Tag hier in Seoul, hier in Südkorea. Es ist Mittag, ich habe länger geschlafen. Und ich habe absolut keine Ahnung, was heute am Programm steht. Also heute wird es richtig spontan. Fakt ist, ich habe das Frühstück hier im Hotel verpennt. Ich werde jetzt mal rausschauen und gucken, was ich so zum Frühstücken bekomme. Und in diesem Sinne lasse ich mich jetzt einfach mal vom Tag überraschen, was der so bringt. Ich habe original keinen Plan, keine Ahnung. Ich weiß glücklicherweise gerade mal, wo ich bin. The vlog thing. The vlog thing. Thank you very much. Thank you. Mm. Oh, you ordered more than one thing. Oh, yeah. Oh, thank you. No problem. Oh, yes. Espresso. What are you gonna get? It's an espresso. That's what I wanted. Okay. Oh, no, my thing is running out of battery. Und dementsprechend haben wir jetzt Frühstück bei Dunkin' Donuts gefunden. Und ich habe Brösel am Mikrofon. Verzeihung. Ja. Wir haben hier heißes Hähnchen, irgendwas. Honig, ja, keine Ahnung, und Espresso, und ein Orangensaft, und Louis. Hi, again. Und, what's your name? Ivan. Ivan? Yes. Ivan, ladies and gentlemen. Hello, sponsored by KitKat. Sponsored by KitKat, amazing. So, gefrühstückt hätten wir, und jetzt treffe ich mich mit Manuel und Irina in der Lobby, und ich habe keine Ahnung, ob sie noch da sind. Ich war gerade noch mal ganz kurz im Hotelzimmer und ich habe auch keine Ahnung, wo wir hingehen. Schauen wir mal. Pläne für heute, nichts Fixes. Haben wir es geschafft? Jo. Ja, Mann. Wir überlegen gerade, was ich in Taiwan koche, das ist gerade wichtig. Und? Ich kann mich entscheiden. Okay. Ja, das sind diese Pfannkuchen. Wissen wir schon, wo wir hingehen? Ja. Das wäre? Zum Markt. Ich habe gerade Geld abkommen, das heißt, wir können. Ich habe schon alles verheizt erst. Zum Markt. Huh. Na dann. Zum Dong-Demon. Dong. Long Dong. Ich bin tatsächlich frozen. Zum Long Dong Johnson Park. Kauft sich der Manuel jetzt schon wieder was zum Essen? Was wird er wählen, meine Damen und Herren? Oh, ich sehe. Oh, Alter, schaut euch das an. Alter, schaut das Ding mit dem Ei drauf. Ich weiß ja nicht, was davon süß ist und was nicht. Ich glaube, unten ist süß, oben pikant. Meinst? Und das soll nicht süß aus. Richtig, Kräuter und Käse, hast recht, ja. Trust me, I'm the food blogger here. Ja, wie heißt dein Foodblog-Kanal? Next Stop Küche. Next what? Next Stop Küche. Next Stop Küche, meine Damen und Herren. Hier einmal folgen, kommentieren, liken, teilen, eskalieren. Let's do it. Oh mein Gott. Es werde nicht. Oh, schau mal. Was ist das für ein cooles Gebäude? Schau mal, hier links. Die what? Die City Gate. Ist das die chinesische Mauer? Ja. Das ist das rundherum. Das ist das rundherum, das ist. Kann man das hier sehen überhaupt? Hier? Ja, hier. Schaut auf alle Fälle recht cool aus. Ja, und das ist die alte Stadtmauer. Ah ja. Ah, cool. Also wir sind gerade außerhalb der Stadt. Gehen wir da rauf? Schaffen wir das? Ich würde sagen. Sieht gut aus. Sieht geil aus. Auf geht's.
So, hier Stadtmauer und so. Mhm. Großes Stadtmauer. Das war quasi das Haupteingang. Stadthaupteingang hier. Ah ja. Guten Tag, Ihre Eintrittskarten bitte. Ihre Eintrittskarten bitte. Ja. Ich glaube, weiter nach oben gehen wir nicht, das ist gar anstrengend. Ich werde mich gar nicht entscheiden. Ja, scheiße, ist das steil. Wieso lasse ich mich für sowas überhaupt quälen? Hey? Das ist ja richtig steil hier hoch. Holy, es geht noch weiter. Huch! Tada! Also so spektakulär ist es jetzt da nicht, ne? So, Fotosession ist zu Ende und wir haben wieder bemerkt, ich bin einfach der Attraktivste in dieser Runde. Oh, aber was Kreativität betrifft, muss man dazu sagen, ist die Irina kaum zu übertreffen. Also die hat wirklich fast schon Erotikfotos. Fast. Also es war jetzt so viel. Das Labor hochrutschen müssen. Huch! Auf das habe ich jetzt gar nicht geachtet. Aber schau, da gibt's noch, da kommt man noch zu einer viel höheren Position hier. Du kannst auch von der Mauer einfach runterspringen. Ne? Richtig. Und dann hoffen, einen Moment erwischt. Richtig, weil so müssen wir nochmal. So scheiße, ich habe gefilmt stattdessen. Ja, aber das gibt Klicks. Ne? Also. Ich bin aus für einen vollen Ja, genau. Idiot. So, sieht es hier besser aus? Ja, also, so schlecht ist es ja echt nicht. Ne? Ist halt ne. Nicht absteigen, wenn ich da mit der Kamera komme. Ich muss jetzt den Leuten zeigen, wie sportlich du bist. Ich glaube, du sollst dich ca. 100 Mal im Kreis drehen und einmal einen richtigen Haufen dahin sperren. Einfach so. Natürlich. Einfach mal so kultiviert im fremden Land. Mach lieber einen Boomerang. Jawohl, Boomerang. Bitte? Da ist der Besen, dass man wegkehren kann. Oh, ich meine, die sind aber schon sehr vorsorglich. Ich glaube, ich werde jetzt klettern gehen ein bisschen. Oh ja, ich hätte eine Fotoidee, Irina. Ich hätte eine Fotoidee. Jawohl, Bumerang. Okay, meine lieben Zuschauer, wir sehen jetzt den Alex bei seinen Muckiübungen. Er wird uns jetzt zeigen, was es heißt, Fitness. Ja, fliege nicht über die Stange da drüber. Ich ziehe mich, ich bin so eine Maschine. Okay. Ich kann mich da drüber ziehen. So. Und zwar, schau dir das an, was ich drauf habe. Jetzt ja, wie bei Ninja Warriors, the Madness Kiss. Ja, go, go, go. Yes, yes. Wow. Und jetzt? Ich war nicht runter. Was machst du da? Warte, das habe ich nicht. Oh, es geht unten weiter, Ladies and Gentlemen. Warte, wir gehen mal näher ran. Wie fühlst du dich da unten? Ausgezeichnet. Und? Nicht schlecht, nicht schlecht. Diese Skills. Eine Maschine. So, meine Freundin Irina. Ich kann das nicht, ohne Scheiß. Austrian Ninja Warrior 2019, meine Damen und Herren. Jetzt gehen wir es richtig an hier. Ja, sehr gut. Jawohl. Und jetzt einfach. Ah ja. Das war kein Scheiß, ich kann das nicht. Heute gibt es leider keine Rose für dich. Nein, was? Keine Rose? Ich habe Rose verstanden. Rose, keine. Heute gibt es keine Rose. Ich bin begeistert, dass das bei dir gehalten hat. Puch! Puch! Ah ja, da habe ich ja nochmal. Haben wir nochmal Glück gehabt hier. Ich.
Nein, also Klimmzüge bin ich leider furchtbar. Du könntest dich verkehrt aufhängen, die Haare nach unten hängen lassen und dann mache ich ein Foto von dir. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass das Ding... Nein, die da oben sind alle safe, oder Manuel? Hier. Ja, bitte, ich meine, hallo. So sehen wahre Gamer aus, ja, nicht nur an der Tastatur. Da ist Ass. Dann gehen wir gleich da. Ja, was heißt eigentlich? Wieso? Was gibt's da hin? Naja, wir gehen nach hinten. Manuel, du nimmst ja gerne die Führung, aber schau mal, man kann da auch links abbiegen. Quasi. Ist das eine fucking U-Bahn-Station mit Stoff? Nein, das ist ein Underground Market. Ein Underground Market? Ich kenne das aber nur mit Waffen, Drogen und Falschgeld. Das sind die falschen Underground Markets. Ja, da geht's schon rund. Da werden wir jetzt die guten Markenschuhe kaufen hier. Holy shit, seht euch das mal an. Hm? Eieieiei. Richtig groß. Na, die werden ja auch hier gebaut, ja, ne? Weil sie wieder einfach hier produzieren. Wahnsinn. Ich kaufe mal die. Ja. Ja, richtig. Hätte ich gerne. Gibt es sowas da auch? Ja, ja, schau, da gibt es. Das sind sogar richtig coole Schuhe. Ja, oh, die sind doch cool. Schuhe. Wie fühlt man sich das so als Frau in so einem Schuh? Schau die Schuhe an, Paradies. Dann frage ich nochmal. Wie fühlt man sich das so als... Vergiss es einfach. Ja, keine Ahnung, ich kaufe meine Schuhe lieber zu Hause. Aber schauen, also manchmal... Sind sehr feminin-lastig. Aber hier, schau links was für dich. Na bitte. Na, die da oben sind für dich. Ich stehe auf solche Schuhe sowieso. Oder die Glitzer. Die ja, Glitzer. Glitzer ist meins. Ich habe übrigens Cowboy-Stiefel. Schlangenleder. Nachbau. Da hier die. Oh. Bling, bling. Also ohne Scheiß, ich habe in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal so viele Schuhe auf 100 Meter gesehen. Und es sind noch mindestens 100 Meter vor uns. Wo ist eine nackte Statue? Oh, das ist eine nackte Statue. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie eine Kunstdings-Dings. So wurde mir das erklärt. Schaut auf jeden Fall sehr spannend aus. Die Irina möchte ein Selfie vor der Nacktstatue machen. Ja, unbedingt. Ich will ja nicht aufdringlich erscheinen, aber was genau sollte diese Statue hier darstellen? Wir müssen jetzt leider aufgrund des Weitwinkels ein Stück, das ist ein Arschloch. Das ist ein Riesen, hier ein, vielleicht ist das oh, das ist merkwürdig. Ist das was Perverses? Nein, das hat nur ein Po. Nur ein Po? Und ich habe mir gedacht, auf der anderen Seite kommt jetzt so ein riesen Schwengel raus. Oh, schade. Die Dota Mall. Das ist falsch geschrieben, eine Zahl fehlt auch. Ja dann, eine in Tempel. Folgen Sie den Anweisungen des Personals. Ding, ding, ding. Kein Anschiss unter dieser Nummer. Ja, Mann, Unterhosen. Ich wollte immer schon eine rote Unterhose. Kelvin Klein Unterhose. Bestes. Ja, da werden wir wohl was finden. Hier. Eine Reizwäsche für Fatih.
Also mit Hüten und Büchern haben sie es hier ein bisschen, ne? Hüte und Bücher sind da sehr trendig. Das wird schon noch kommen. Ja, die macht es ganz anders, bevor die sich das Buch kauft, fotografiert sie einfach jede Seite. Sparen, wo es geht. Ich brauche unbedingt so eine Militärhose. Schau, die ist so richtig dick gefüttert hier. Eieiei, da kommen wir gut über den Winter. Jawohl, rechts rüber. Hier gibt es Säfte. Au, Eis. Ja, so bei Milchprodukten, ich weiß auch nicht. Ne? Gut, wir wollen keine Fashion, wir wollen fressen. Ja, ich glaube, da sind wir richtig. Da sind wir richtig. Mm. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Stand finden, wo es richtig geiles Fressen gibt. Das Problem ist, ich kann mich da oftmals nicht entscheiden. Oh mein Gott. Auch überall nur dasselbe, ne? So rein. Auf den ersten Blick. Ja, Zuckerrohr zum Lutschen, Alter. Herrlich. Überall essen. Heiß überall essen. Kartoffelpuffer, ja. Geil. Genau, das Kartoffelpuffer-Viertel. Wenn man selbst kochen will. Fisch. Ja. Das ist nicht die gekochte Ecke wahrscheinlich. Fressen, soweit das Auge reicht. Du bist auch diese südkoreanischen Würmchenfische. Was, die Irina will Würmchen, wir holen uns Würmchen. Ah, ich finde sie da nicht. So. Ernsthaft jetzt? Was? Meine Schwester hat Pokesticks bestellt. Ja, wir werden uns jetzt eine ganz edle Suppe oder so ins Getriebe haben. Und der kleine Viewer nimmt nicht ein irgendwas. Nein, wir nehmen Superman. Eigentlich wollte er Wonder Woman. Wahrscheinlich ist das eine Kindermahlzeit. Eigentlich wollte ich das Wonder Woman nehmen, ja, hier, aber da ist hier so. So Zeug, das sieht eher sehr. Aber hier der Superman, der wirkt. Was hast du da? Das ist ganz lustig. Das ist ganz lustig. Nudeln ohne Soße. Du gibst Wasser rein, dann stichst du die Dinger oben auf. Ah, dann fährst du wieder raus. Nee, ich nehme Superman. Just for testing the shit.
jetzt geht's rund hier. Superman Pulver. Das ist ein alter Schwede. Das sieht aber ausgezeichnet aus. Ja. So, wie kriege ich das jetzt auf, ohne hier einhändig? Ist das gar nicht so einfach. Ah ja. Aha, ja. Ja, die gesunde Gemüse. Das ist dann Superman-Gemüse. Das ist das Gute. Das ist geil. Also da werde ich einen Ärmel haben. Also ich werde dann Autos anheben können, ich schwör's euch. Und jetzt kann ich das natürlich nicht mehr mit einer Hand. Ah ja. So, Superman-Pulver. Ja. Okay, ja. Mhm. Und jetzt einfach heißes Wasser drauf. So. Die Superman-Nudeln, Superman-Pulver, Superman-Gemüse. Dann haben wir den ganzen Bums einfach mal hier in den Mistkübel. So, hier. Wo ist meine Linie? Habe ich da auch eine Linie? Habe ich auch eine Linie? Ja, das da. Ach, diese. Ah ja, hier. Aha. Ah ja, hahaha. Interessant. Na dann. Wie sieht es bei dir so aus? Das sprüht irgendwie merkwürdig. Ja, das sieht gut aus. Bisschen noch. Ja, Linie erreicht. Sehr gut. Soll ich das nicht unterdrücken? Ja, voll. So. Ja, bleib nur. Kein Stress, kein Stress. So, jetzt hier. Ah, gut ist diese. So. Linie erreicht. Sehr gut. Okay, warte mal rüber, darf ich mal ganz kurz? Chop. Ja, ich brauche einen Deckel, oh mein Gott, ich brauche einen Deckel noch. So. Deckel noch, ja, so. Und das, da warten wir jetzt wie lang? 5 Minuten hier. Okay. Na dann, ziehen lassen. So, ladies and gentlemen, die Superman-Suppe. Ich wette, das ist die totale Kindermahlzeit wahrscheinlich. Herrlich. Dann werden wir den Bums mal testen hier. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht scharf, weil Kinderdingens. Na, das ist original Kinderessen. Diese riesen Fleischbrocken, die da drin sind, sehen fast so aus wie die auf der Verpackung. Ich bin mir nicht sicher, ob es scharf oder heiß ist bei mir schon wieder. Nein, meins ist auch scharf. Ja, ist gut. Kann man essen. So, liebe Ren, und was macht man, nachdem man lecker Suppe gegessen hat? Richtig, man geht zur Closing Ceremony der IESF-Weltmeisterschaft. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was uns da Tolles erwarten wird. Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne sie ja von den letzten Jahren, aber ich muss ehrlich gestehen, ich erwarte mir nicht so viel. Aber schauen wir mal. To thank all who participated in ISF's 11th World Esports Championships, a fond farewell. This closes the book on the 11th Esports World Championship here in Seoul, South Korea. I'd like to thank the IESF and the players for continuously hosting and playing and participating in this event, and also all of our viewers for joining us over the course of this 11th Esports World Championship. Now, we have come to the end of this year's event, but I'd like to welcome you all back next year for our 12th Esports World Championship in Israel for 2020. Thank you all for joining us. Have a good day.
Ja, meine Freunde, das war quasi der letzte Tag hier in Südkorea bei der IISF-Weltmeisterschaft 2019 in Seoul. Abschluss oder Closing Ceremony haben wir gesehen. Jetzt ist noch ein wenig milde Party angesagt, denn mein Flug, beziehungsweise ich muss um 6 Uhr aufstehen, um 7 Uhr geht der Shuttlebus. Leider, es gibt keinen Shuttlebus um 8, mein Flug geht um 10.45 Uhr. Wir haben 1,5 Stunden circa Fahrzeit bis zum Flughafen, habt ihr glaube ich im ersten Video gesehen. Und dann fliegen wir direkt nach London und dort haben wir 6,5 Stunden Aufenthaltszeit, also eine richtig zähe Kacke und ich habe absolut aktuell noch gar keinen Plan, was wir dort machen, wie wir da diese Zeit totschlagen. Irgendwas wird uns auf alle Fälle schon einfallen. Und damit beende ich auch diesen Vlog hier zur ISF-Weltmeisterschaft. Ich gehe mal davon aus, die Heimreise wird nicht allzu spektakulär sein. Alles Weitere, was noch passieren sollte, was noch passieren könnte, werdet ihr oder habt ihr ganz bestimmt auch schon auf Instagram gesehen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War aber leider nicht ganz so umfangreich von der, wie soll ich sagen, Aktivität her wie in den letzten Jahren. In diesem Sinne, ich sag's nochmal, bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr den Videos einen Daumen nach oben gebt. Wer es noch nicht gemacht hat, einfach abonnieren hier unten rechts. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Viva. Ciao.